Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Stimmt denn der Ausschnitt? Heute ist mein Pony ein bisschen schlecht gelaunt. Naja, kann man nicht ändern. Ich denke, ihr verzeiht mir das. Wir sprechen heute mal wieder über 7 Outfits. Und ich mache diese Videos nicht, weil ich euch zeigen möchte, wie gut ich Klamotten kombinieren kann. Seit ich weiß, dass ich ADHS habe und das ja auch diagnostiziert bekommen habe, kann ich durchweg dazu stehen, dass mich das Kombinieren von Kleidungsstücken überfordert und ich eben oftmals Outfits trage, die gut funktionieren. In diesem Video soll es aber nicht um mein ADHS gehen, sondern es soll eben auch über den nachhaltigen Aspekt gesprochen werden. Also wie wichtig es ist, eben auch auf nachhaltige Komponenten zurückzugreifen. Und bei mir ist es halt hauptsächlich Secondhand. Ich kaufe auch ganz wenig von nachhaltigen Labels, das ist ja auch wichtig. Und ich möchte euch einfach zeigen, dass man Secondhand, man sieht euch das nicht an. Und ein Vorteil ist halt, es kostet halt nicht viel, ne? Das ist halt, klar, es gibt auch Nachteile, wenn man bestimmte Kleidungsstücke sucht. Und da habe ich mir auch gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, ein weißes Hemd nehme, welches ich unbedingt brauchen würde jetzt. Ich würde gucken, dass ich das eben bei meinen Online-Shops, wo ich immer bin, vielleicht finde. Und wenn ich das nicht finde, dann würde ich mir das neu kaufen, wenn ich es brauchen würde. Ne? Aber sonst denkt man schon immer so ein bisschen vorausschauend und packt sich irgendwie Klamotten in den Kleiderschrank, wo man halt weiß, die kann man gut kombinieren. Und so ist es halt bei mir auch. Ich habe diesmal die Outfits anders aufgenommen und zwar über mein Handy aufgenommen. Ich bin mal gespannt, wie ich im Schnitt fluchen werde jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie es sein wird. Aber am Anfang hampel ich noch so ein bisschen sehr rum, was sich dann mit der Zeit gelegt hat, das weiß ich auch noch. Ich würde jetzt einfach sagen, wir legen jetzt mal los und ich entscheide im Schnitt, wie ich das Ganze aufbaue. Ich habe noch keine Ahnung. Ich bin ein bisschen gespannt. Ich habe mir einen grünen Pulli gekauft. Wir haben es jetzt schon wieder Frühjahr, ja. Aber ich habe mir halt einfach gesagt, ich habe mit Pullis Probleme. Ne, Pullis kaufe ich nicht gerne und die meisten Pullis gefallen mir nicht. Also habe ich nach einem geguckt, der ein bisschen außergewöhnlicher ist und mit diesen Puffärmeln oder mit diesen Schlagärmeln kann man ja schon fast sagen. H&M hatte welche, die so aussahen. Gina Tricot und Club Sarah auch. Sie sieht man immer wieder in diesen ganzen Online-Shops, wo ich gucke, wo ich Secondhand-Ware herkriege. Und ich habe halt einen von Gina Tricot genommen, weil die Marke mir halt echt gut liegt. Würde ich mir heute nichts mehr neu kaufen, aber die Sachen, die ich mir damals neu gekauft habe, die habe ich fast alle noch. Einige sind kaputt gegangen, ja. Also der grüne Pullover, er sieht wärmer aus, als er ist, muss ich sagen. Und ja, du musst halt die Ärmel direkt nach hinten machen, weil du tust dir keinen Gefallen, sonst hängst du das überall rein. Ich mag den trotzdem echt gerne. Dazu trage ich meine verwaschene Cecile Jeans. Ich habe 2 Cecile Jeans, deswegen muss ich das immer so aufschreiben. Und meine schwarzen bequemen Schuhe. Ich glaube, ich bin so gar nicht markenbezogen, aber ich glaube, die sind von Tamaris. Keine Ahnung mehr, aber die sind super bequem, super schnell, einfach nur reinschlüpfen, Reißverschluss zu und fertig und das ist halt echt geil. Übrigens, wer sich wundert, warum ich hier ins Bullet Journal reingucke, da habe ich mir das alles immer schön aufgeschrieben. Im Outfit Nummer 2 trage ich mein gestreiftes Sarah-Shirt. Ich mag das echt gerne, ich trage es aber wirklich zu wenig. Ich habe das früher mal mit meiner grauen Jeans, die leider kaputt gegangen ist, kombiniert. Jetzt habe ich eine Levi's Jeans. Das kombiniere ich echt gerne, weil so dieses etwas feinere Oberteil mit der abgefuckten Levi's Jeans, ich finde, das funktioniert halt einfach echt richtig gut. Und das ist auch so eine Sache. Wenn ich die Levi's Jeans anhabe, gucke ich meistens immer auch nach dem gestreiften Shirt von Sarah. Und das kann ich mir vorstellen, dass das bei mir nicht ganz so lange hält. Und auch hier habe ich wieder meine bequemen Schüchen an. Im Outfit Nummer 3. Ich habe mir so eine Tigerbluse gekauft.
Und das ist halt auch so ein Beispiel. Ich habe die für 2 € gekriegt. 2. Das ist halt echt. Die Sachen sind aber nicht warm. Sie sind auch so, dass du sie nicht bügeln musst. Was bedeutet, es sind Kunststofffasern drin. Wege bei sowas bitte immer ab. Ne? Also die Fasern lösen sich ja im Wasser auch nach und nach so ein bisschen auf. Also Kunststofffasern sind die Verursacher ebenfalls von Mikroplastik. Ne? Also das können wir halt einfach so sagen. Also wie gesagt, wege da ab. Auch ist es so, dass du solche Kleidungsstücke meistens immer nur einmal anziehen kannst. Du musst ja also relativ häufig waschen. Und waschen für Kleidungsstücke ist der Tod. Kann man so sagen. Je häufiger du ein Kleidungsstück wäschst, desto schneller geht's kaputt. Und ich mag aber solche Blusen. Ich habe jetzt insgesamt 3 und habe halt alle so für 2, 3 € gekriegt. Ne? Also ist echt eine tolle Sache. Und dazu trage ich meine Chelsea Boots, die jetzt leider langsam form lassen. Das ist ein bisschen schade so. Die haben vorher einen richtig schönen Fuß gemacht. Jetzt ist es vorne bei mir an dem Schuh schon so ausgebeult. Das ist so der nächste Step, den ich machen werde. Chelsea Boots neu kaufen. Und ich habe aber schon ein paar Mal welche von Dr. Martens gesehen, die mir halt echt gut gefallen haben. Aber Hashtag 200 € auch gerade gebraucht. Das überlegst du dir halt wirklich zweimal. Aber die Schuhe heben echt lang. Und wenn ich mir überlege, wie viele Chelsea Boots ich schon kaputt gemacht habe, ist halt ein Lieblingsschuh von mir. Ich überlege es mir. Im Outfit Nummer 4 trage ich meinen schwarzen Pulli. Und das ist eben so ein China-Trikot-Pulli. Den ich neu gekauft habe, der Pulli wird immer von alleine immer größer. Kann man schon so sagen. Ne? Also, dieses Teil macht noch nicht mal den Anschein, kleiner zu werden oder dass es mir nicht passt irgendwie. Ja, also, ich habe ja mit der Zeit auch so ein bisschen zugenommen gehabt. Das ist zwar in den letzten fast 10 Jahren hat sich das nicht geändert, aber. Gerade an Kleidungsgrößen merke ich das halt schon. Und das ist noch ein Größe M-Pulli. Aber der ist so groß geworden. Klar, du musst mal ein schwarzes Shirt darunter anziehen. Das ist halt wirklich wichtig. Dazu trage ich wieder meine ausgewaschene Cecile Jeans, die ich echt gerne mag, die ich auch heute wieder anhabe. Das ist also mein Lieblingsjeans. Ich weiß einfach, da muss ich echt nicht nachdenken. Und das funktioniert halt fast zu allen Oberteilen, die ich habe. Ich liebe die Jeans echt. Und dazu trage ich auch wieder meine Rika Boots, meine Chelsea Boots da. Ich werde mir höchstwahrscheinlich schon neue besorgen, weil ich mag den Schuhstil halt echt gerne. Und schwarze Chelsea Boots passen halt einfach zu so vielem. Im Outfit Nummer 5 trage ich meinen Fliederpulli, und zwar der von Michalski. Das ist irgendwie eine Kooperation mit Tchibo gewesen oder so. Also ich liebe dieses Ding. Das war eins meiner ersten Teile, die ich vom Flohmarkt geholt habe. Und seither liebe ich das Ding rauf und runter. Ich trage das nicht nur zum Sport. Also ich trage es nie zum Sport, sondern ich trage es einfach so. Und das ist halt einfach auch so ein bequemes Kleidungsstück, was ich echt nicht mehr missen möchte. Und ich weiß nicht mehr genau, was er gekostet hat, vielleicht ein Fünfer oder so, weil so viel Geld gebe ich für solche Sachen echt nicht aus. Dazu trage ich meine Tok Tok schwarze Leggings. Ich sehe mich gerade nicht so viel in Leggings, weil ich nicht die entsprechenden Oberteile habe, die da dazu passt. Also der Fliederpulli, der passt halt dazu. Allerdings habe ich sonst irgendwie nichts, was sonst so kombinierbar ist. Deswegen trage ich gerade kaum Leggings und mir gefällt es mir auch gerade nicht so. Und dazu meine Docs, die Gott sei Dank wunderbar eingelaufen sind. Im nächsten Outfit, also im Outfit Nummer 6, trage ich meinen schwarz-weiß gestreiften Pulli mit V-Ausschnitt, also den, wo ich heute trage. Bei dem muss ich immer aufpassen, weil der hat so richtig große Streifen weiß. Ne, und ich bin so eine Kleckerlese und auf Weiß sieht man das halt sofort. Und klecker mal mit deinem Kaffee, hast halt gleich einen Fleck auf dem Pulli, so, ne? Naja, aber ich mag den echt gerne. Und der hat
Den habe ich aus dem Rotkreuzladen und das hat echt nicht viel gekostet. Also, ich glaube auch so 2, 3 Euro. Mehr war das auch nicht. Dazu trage ich wieder die Levis, die ja ein Manko hat. Und zwar habe ich die im Kilogrammmarkt gekauft. Lasst euch von diesem scheiß Kilogrammmarkt nicht blenden. Ne? Also, da müsst ihr echt aufpassen, denn bei mir war es so, ein Pulli und eine Jeans haben beide schon über 1 Kilogramm gehabt. Und ich habe 60 Euro bezahlt oder so. Also das ist nicht billig. Lasst euch, wie gesagt, da nicht blenden, weil man unterschätzt, wie viel Kilo so Kleidungsstücke wiegen. Nicht kosten, das unterschätzt man wirklich. Dazu trage ich wieder meine Levis. Man merkt schon, eine meiner liebsten Jeans, auch wenn sie eben ein Manko hat, nämlich so ein Cut. Ja, und dazu trage ich meine Ricoh Boots. Das passt halt einfach richtig gut. Im siebten Outfit trage ich meine Punktebluse. Die ist leider schon ziemlich zerschlissen, weil die habe ich echt schon lange jetzt. Und die habe ich wirklich rauf und runter getragen und immer so auf Gürtelhöhe habe ich halt ein Problem und dann bleibe ich halt irgendwie im Kleidungsstück hängen, was weniger geil ist, muss ich sagen, denn ja, da habe ich schon manch ein Kleidungsstück wegschmeißen müssen, was mir echt am Herzen lag. Aber naja, die Punktebluse hat auf jeden Fall bis jetzt einen richtig guten Job gemacht. Wenn ich nochmal so eine finde in der Art, weil ist auch bloß eine Zara-Bluse, die ich gebraucht gekauft habe. Ja. Dazu trage ich meine schwarze H&M-Hose. Ich habe mir zwei Stoffhosen gekauft, eine blaue und eine schwarze. Die beiden könnten unterschiedlicher nicht sein, aber bei den Stoffhosen von H&M habe ich Größe 44. 44, so. Naja, kann man nicht ändern, was will man machen, ne? Aber sie passen dann auf jeden Fall auch. Und ich habe einfach gemerkt, ich brauche Stoffhosen, die man einfach so ein bisschen schicker kombinieren kann, wo ich selber nicht so viel nachdenken muss. Und die funktionieren für mich halt echt super. Und auch dazu trage ich meine Ricoh Boots. Man merkt, ich brauche dringend neue Chelsea Boots, weil die, die ich jetzt habe, die haben halt wirklich, wie gesagt, an Form verloren. Aber man muss dazu sagen, die habe ich halt auch echt mega viel getragen. Letztes Outfit, Outfit Nummer 8. Und dazu trage ich mein pink-weiß gestreiftes Shirt. Oh, ich weiß, ich mag ihn nicht, keine Ahnung. Ich trage das viel zu selten, weil dieses Pink ist jetzt kein so ein richtiges Pink, sondern mehr so lachsfarben. Und ich weiß noch, wie ich mir überlegt habe, als ich das bei Selfie bestellt habe, ob ich es behalten soll oder nicht, weil die Farbe irgendwie falsch ja, rübergekommen ist. Ist aber okay. Jetzt hat oben ja diese Knöpfchen und die Art von Shirt mag ich echt gerne. Und so in der Übergangszeit ist es einfach eine tolle Sache, wo du kein Pulli mehr so wirklich tragen möchtest, aber so die kurzen Sachen auch noch nicht so richtig in Ordnung sind. Da passt es einfach richtig gut. Und zu dem Outfit trage ich tatsächlich jetzt die blaue Stoffhose, die eben auch von H&M ist, die auch von der Länge passt wie die schwarze. Das ist eine große Sache für jemanden wie mich, der 1,59 Meter groß ist. Dass da mal eine Hose von der Länge her passt, soll halt so eine halblange wahrscheinlich für normal große Menschen sein. Keine Ahnung. Und dazu trage ich auch meine Docs, die ich heiß und innig liebe. Bin da echt großer Fan davon. So. Ihr habt wahrscheinlich vom Lieferkettengesetz gehört und dass das halt einfach nicht durchgegangen ist im Europarat wegen unserer FDP. Es ist halt echt peinlich, wie du halt im Interview gesehen hast, wie sich die einzelnen Länder, die sich dafür entschieden haben, an den Kopf gefasst haben, dass die FDP dieses Gesetz ausgebremst hat. Und das ist nach heutigem Stand, aber lasst mich nicht lügen, es ist fast schon durch, dass es nicht stattfindet. Was dazu bedeutet, dass wir Endverbraucher einfach ein bisschen mehr aufpassen müssen und ein bisschen humaner mit dem umgehen, was wir haben. Also nicht wahllos irgendwelche Kleidungsstücke kaufen und mal nachzudenken, diese ganzen Fast-Fashion-Läden, die sind immer voll mit Klamotten. Wenn ich bei uns im New Yorker vorbeilaufe, da ist der ganze Laden vollgestopft. H&M ist immer vollgestopft. Was passiert denn mit diesen ganzen Kleidungsstücken? Die werden nicht alle abverkauft, nein. Und das kann es halt nicht sein. Und so können wir halt nicht
mit Sachen umgehen. Und ich habe, glaube ich, jetzt seit 10 Jahren nicht mehr bei H&M und Co. eingekauft. Was ich jetzt nicht sagen möchte, dass das nie wieder passiert, denn wie ich schon erwähnt habe, es kann halt schon mal passieren, dass man Kleidungsstücke braucht, kurzfristig braucht, und dann muss man eben auf solche Ressourcen zurückgreifen. Aber also seit 10 Jahren nicht mehr passiert. Und wenn jeder von uns da ein bisschen mehr aufpasst, wäre das halt richtig toll. Ich melde mich an der Stelle ab, sage danke fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.